Okay, wir sind in Uque bei der Agnes und Agnes hat zum ersten Mal in ihrem Leben einen Push-Pull-Plot angepflanzt. Und es ist ein sehr erfolgreicher Versuch, wie wir hier sehen. Ist der Mais sehr gut gewachsen, den hat sie angepflanzt. Sie hat gesagt, am 17. Dezember. Und mit dem Mais zusammen, direkt zwischen drinnen. Sieht man hier gut, was das Modium. Und es verbreitet sich so gut, dass dort, wo es noch Lücken hat, hat sie gesagt, dass sie es gerne transplantieren, also rausnehmen und wieder neu ansetzen. Unter uns haben wir gerade das Brachiaria. Und jetzt muss ich aufpassen, dass ich mit einem Schuh drauf bin. Das hat sie am 20. Dezember angepflanzt, also vor etwa 4 Wochen. Das sieht noch ein bisschen aus, aber ist sehr dürretolerant und das sollte eigentlich noch gut kommen. Und das, was für uns sehr spannend ist zum einen der Vergleich, dann, wenn wir uns gerade umdrehen, weil sie pflanzt 3 Acres an von Mais. Wenn man es umdreht, das ist ein ganz normales Feld, das sie angepflanzt hat. Und, der Unterschied ist wirklich dramatisch. Also vorher war er fast Schulterhöhe, der Mais. Und jetzt sind wir auf Kniehöhe. Dementsprechend sind wir eigentlich recht positiv gestimmt, oder sehr positiv sogar. Und was mich jetzt besonders interessiert hat oder fasziniert bei ihr ist, sie hat auch Geissen daheim. Aber sie hat gar nicht gewusst, dass sie eigentlich das Modium, das man anpflanzt, oder das Brachiaria, dass das super Tierfutter ist. Und dementsprechend öffnet sich für sie, nebst dem Mais, was sie hoffentlich mehr gewinnen kann, eine ganz andere Perspektive.